dieser Übung legst du den Ball auf den Schläger. Dann bewegst du den Unterarm auf und ab und versuchst, den Ball im Gleichgewicht zu halten. Eine stabile horizontale Lage des Schlägers ist wesentlich. Dies ist eine hervorragende Konzentrationsübung, aber auch eine Übung für die Dosierung und Anpassung an die Ballbewegung. Die Schlägerausrichtung muss je nach Platzierung des Balls ständig überarbeitet werden. Du kannst diese Übung auch gehend oder langsam laufend ausführen. Diese Übung wird am gekippten Tisch ausgeführt. Du musst möglichst viele Ballwechsel ausführen. Aufgabe ist es, den Ball leicht mit dem Schläger zu spielen, ihn zu begleiten und ihn auf die andere Netzseite zu führen. Du kannst den Ball abwechselnd mit der Vor- und mit der Rückhand spielen. Konzentriere dich auf die Dosierung des Krafteinsatzes beim Schläger-Ballkontakt. Achte auch auf die Neigung und Ausrichtung des Schlägers, wenn du das Ziel der Übung erreichen willst. Du kannst auch Ziele aus Papier auf dem Tisch auslegen. Versuch sie anzuvisieren und eines nach dem anderen zu treffen. Diesmal stehst du einem Partner gegenüber. Lege eine Latte quer über den Tisch. Ziel ist es, möglichst viele Ballwechsel auszuführen, wobei der Ball die Grenze überspringt. Achte auf Dosierung und Präzision, aber auch auf die Flugbahn des Balls, die nicht unbedingt gerade sein, sondern eher in Kurvenform verlaufen soll. Bei dieser Übung lässt du den Ball regelmäßig vom Schläger abspringen. Jedes dritte Mal schlägst du ein wenig stärker. Dann fängst du von vorne an. Je fünfmal mit der Vorhand und mit der Rückhand. Um die Übung zu erschweren, kannst du sie um den Tisch gehend oder laufend ausführen. Immer auf das Abspringen des Balles achtend. Du kannst die Übung nur effizient ausführen, wenn du Arm und Hand locker lässt. So kannst du die Beschleunigung beim dritten Abspringen besser dosieren und kontrollieren. Um die Kontrolle über den Ball zu behalten, muss die Flugbahn beim Auftreffen vertikal und die Schlägerstellung horizontal sein. Hier stehst du einem Partner gegenüber. Du legst eine Latte auf die Mittellinie des Tisches. Drei Schläge führst du auf dieselbe Tischhälfte aus, beim vierten Mal spielst du kraftvoller und visierst dein Ziel auf der anderen Tischhälfte an. Konzentriere dich auf das starke Auftreffen bei der Beschleunigung und auf die korrekte Neigung und Ausrichtung des Schlägers. Zum Zeitpunkt des Schlags musst du auch auf die Ausrichtung deines Körpers auf das Ziel achten. Bei dieser Übung legst du einen Reifen vor dich auf den Boden. Versuche nun, den Ball mit einem Schläger an verschiedenen Stellen unten, hinten, an den Seiten zu tankieren. Insbesondere aus dem Handgelenk und dem Unterarm heraus und lass den Ball in den Reifen springen. Schau dir die Flugbahn des Balls an, der je nach ausgeführtem Schlag an unterschiedlichen Stellen aus dem Reifen springen wird. Bei dieser schwierigen Übung musst du die Hand locker lassen, damit das Handgelenk beweglicher bleibt. Du kannst den Ball dann sanft an verschiedenen Stellen treffen und bestimmte Wirkungen erzielen. Stell dich nun gegenüber dem Tisch auf. Versuche den Ball nach dem Abspringen an verschiedenen Stellen mit dem Schläger zu tangieren und lass ihn auf die gegnerische Tischhälfte springen. Achte auf die Flugbahn des Balls, der an verschiedenen Stellen vom Tisch abspringt, je nach ausgeführtem Schlag. Denk an die lockere Handhaltung und verwechsle nicht die Geschwindigkeit beim Streifen des Balls mit der Schlagkraft. Hier eine Übung zum Erlernen der Vorwärtsrotation. Stelle eine Flasche auf den Tisch und lege den Ball auf den Flaschenhals. Tangiere nun den Ball mit dem Schläger, ohne die Flasche zu berühren. Der Ball muss auf die gegenüberliegende Tischseite springen und dann ein hinter dem Tisch stehendes Hindernis überwinden. Hier musst du anfangs gut auf deine Beinstellung und die gesamte Körperhaltung achten. Auch die Neigung des Schlägers ist von Bedeutung. Die Flasche zwingt dich zu einer eher vertikal von unten nach oben ausgeführten Handbewegung. Hierbei geht es darum, Sanftheit bei der Berührung mit einer großen Beschleunigung beim Schläger-Ballkontakt zu vereinen, ohne dabei die Flasche umzuwerfen. Hier befindest du dich in einer Spielsituation gegenüber einem Partner, der leicht angerissene Bälle spielt. Wenn du möchtest, spielst du den Ball mit Vorwärtsrotation zurück, abwechselnd mit der Vorhand und der Rückhand. Deine Platzierung zum Zeitpunkt des Schläger-Ballkontakts ist sehr wichtig. Ziel ist es nicht, kräftig zu schlagen, sondern den Ball beim Lift oder während der Vorwärtsrotation möglichst stark zu drehen. Die Flugbahn des Balles muss kurvenförmig verlaufen. Bei dieser Übung wirfst du den Ball hoch
und versuchst, ihn mit dem Schläger zu stoppen und dabei möglichst wenig abspringen zu lassen. Führe die Übung mit der Vor- und der Rückhand aus. Folge dem Ball beim Herabfallen durch eine Abwärtsbewegung des Arms. Um die Dämpfung zu optimieren, muss der Schläger beim Auftreffen horizontal geneigt und die Beine müssen gebeugt sein. Bei dieser Übung stehst du dem gekippten Tisch gegenüber und spielst den Ball. Beim dritten Ballwechsel lässt du den Ball abspringen und stoppst ihn dann mit dem Schläger. Vor dem Ablocken des Balls musst du die Flugbahn gut einschätzen. Auch deine Körperstellung ist sehr wichtig. Steh nah am Tisch und lass Arm und Hand locker.